Kennt ihr auch verzogene kleine Göhren oder junge Erwachsene, die im Leben überhaupt nicht zurechtkommen? Kennt ihr das? Habt ihr schon mal mitbekommen? Habt ihr es selbst erlebt? Ja, das kann man alles beibringen. Das ist jetzt nicht mal so dahergesagt. Es ist realistisch. Es gibt zwei Klassen von Eltern. Erstmal zu meiner Person, ich bin pädagogische Fachkraft, ich bin schon seit sehr, sehr vielen Jahren in dieser Branche. Ich habe sämtliche Elterntypen erlebt, ich habe sämtliche Krankheitsbilder erlebt, ich habe sämtliche Verhaltensauffälligkeiten erlebt. Ich habe mit allen möglichen Situationen gearbeitet und kann ein Lied von sehr vielen Sachen singen. Gut, aber es gibt zwei verschiedene Eltern. Einmal die zu strengen und einmal die modernen Eltern, also moderne Eltern. Ja, wie soll ich die modernen Eltern benennen? Überleg doch mal selber. Moderne Eltern sind diejenigen, die ihren Kindern alles erlauben. Das Kind ist keine 2 Jahre alt und es darf einfach alles machen. Mein Kind muss sich doch frei entfalten. Mein Kind muss doch alles kennenlernen. Ja, ist auch. Ja, soll's ja auch. Mein Kind soll selbst entscheiden. Ey, ein 2-jähriges Kind. Sorry, das kommt mit dem Leben noch selbst noch gar nicht richtig klar. Es lernt das Leben erst noch kennen. Das Kind, das ihr habt, das ihr quasi. Ihr meint es ja gut. Das will ich ja gar nicht böse reden. Ihr meint es ja nur wirklich gut. Aber ihr macht es falsch. Wenn ihr das Kind, euer Kind, dein Kind, deine Tochter, deinen Sohn, ständig fragt, möchtest du das essen und möchtest du das essen? Möchtest du heute das anziehen? Möchtest du heute das anziehen? Es lebt mit lauter Fragen. Es entscheidet über Situationen, über die es doch selber gar nicht Bescheid weiß. Es muss sich ständig Herausforderungen stellen, dem es sich eigentlich noch gar nicht bewusst ist. Ihr belastet das Kind damit. Das sorgt auch dafür, dass ein Ungleichgewicht auf Dauer entsteht. Andere Sache ist, mein Kind muss nicht im Haushalt mithelfen. Um Gottes Willen, das Kind soll seine Kindheit erleben. Es soll spielen. Bis es 18 ist, soll es spielen, bis es ausgezogen ist. Es darf gar nicht im Haushalt mithelfen. Es soll nicht mal was anrühren. Ich schneide mein Kind die Stulle, bis es 18 ist. Ich schmiere Butter drauf. Ich schneide sogar ein kleines Scheibchen, bis es 18 ist. Ja, dann zieht es einmal aus der Wohnung. Und ihr wundert euch, warum es 3 Tage später wieder da ist, mit einer Reisetasche voller Klamotten. Und euer Kind dann sagt: Papa, Mama, ich habe keine Ahnung, wie die Geschirrspülmaschine funktioniert. Ich weiß, wie der Wasserhahn an der Spüle geht, aber das war's auch. Waschmaschine, ja, ich habe einen Stecker reinstecken können. Und ich jetzt, ja, es hat angefangen zu leuchten. Wo ich einen Stecker rausgezogen hatte, hat es aufgehört zu leuchten. Der Herd. Ja, ich kann mir, das Einzige, was ich esse, ist ein Topf voller Wasser, den ich mir erwärmen kann. Und nicht mal das kriege ich hin, weil er mir verbrennt. Ey, lasst eure Kinder im Haushalt mithelfen. Kinder wollen helfen, Kinder wollen alles kennenlernen. Nur macht es bitte kontrolliert. Kontrolliert bedeutet, ihr müsst dem Kind nicht alles abnehmen, um Gottes Willen. Aber lasst den. Wenn das Kind etwas, ein Ziel vor Augen hat, es möchte etwas probieren, es möchte zum Beispiel, es hat 3 Steine und ein Stein passt nur in eine Öffnung. Ja? Ein pädagogisches Spiel. Dann geht nicht zum Kind und zeigt dem Kind das, weil dann lernt es nicht daraus. Lasst dem Kind erstmal so lange experimentieren, bis es entweder es selbst kann oder ihr merkt, es schafft es einfach nicht. Und dann gibt ihr nur eine kleine Unterstützung, eine, ich nenne es, in meiner Branche, in meiner Arbeit nennt man es eine einfache Hilfestellung.
Frag das Kind nicht immer, ob es das möchte oder das möchte oder das möchte. Bei bestimmten Sachen müsst ihr auch sagen, das wird jetzt gemacht. Und Beispiel rausgehen an die frische Luft. Töchterchen, möchtest du an die frische Luft gehen? Möchtest du ein bisschen laufen? Ey, klar wird das Kind auch mal Nein sagen, um Gottes Willen. Es wird ziemlich oft Nein sagen, weil es sich einfach selbstbewusst fühlt in einigen Sachen, wo es noch gar nicht Bescheid weiß. Zieht das Kind einfach an. Legt vielleicht zwei Sachen raus, es sollte sich zwischen den zwei Sachen entscheiden, aber ich stelle es nicht vom Kleiderschrank und dann sollte sich das unter tausenden Sachen entscheiden. Schuhe an und raus. Bewegen. Kinder brauchen Bewegung, Kinder brauchen Entfaltung, Kinder brauchen aber auch Führung. Führung ist das A und O. Führung und Selbstentfaltung muss im Einklang sein. Lasst dem Kind so viel freie Entfaltung, wird es aber nicht selbstbewusst und macht riesengroße Fehler. Macht ihr zu wenig, ja, ist das Gleiche. Schlimmer sind die super, super strengen Eltern, die wirklich, du musst nächste Woche bei der Klassenarbeit eine einschreiben. Unter einer 1- kommst du mir nicht nach Hause. Dann gibt es kein Abendbrot, dann hast du Hausarrest, dann hast du dies, dann hast du jenes. Du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Kinder, die selber nicht entscheiden dürfen, die werden es später schwer haben, wenn sie selbstständig sein sollen, bei Entscheidungen, wie, was sie eigentlich machen wollen. Die fragen dann alles und jeden, was sie machen können. Anstatt es selber rausgefunden zu haben, weil sie es nicht selber mitgemacht haben. Weil man den Kindern einfach alles abgenommen hat, quasi an Entscheidungen, und sie unter Druck gesetzt hat, Dinge zu leisten, für die sie eigentlich gar nicht wollten. Sie leben quasi in einem Kreislauf, einer Spirale, das sich wie ein Hamsterrad dreht, wo sie eigentlich selber gar nicht mehr rauskommen, weil sie es sich anders gelernt haben. Meine Empfehlung in der Erziehung ist, gibt euren Kindern Freiraum, dass sie sich selbst entfalten kann, und gibt euren Kindern Möglichkeiten, selbst zu entscheiden. Aber 50-50 bitte. Ihr müsst mindestens 50% selber mitentscheiden, das Kind auch mitführen, weil sonst lernt es nicht daraus. Aber wenn ihr eurem Kind Aufgaben gibt, dann lasst es den, dann macht nur eine Hilfestellung bei der Aufgabe und das Kind muss versuchen, das selber zu machen. Meine Tochter zum Beispiel, die will immer auf den Arm, wenn ich mit ihr rausgehe. Aber ich sage immer, nö, du hast zwei Beine, du bist gesund, du kannst laufen. Ich trage dich nicht mehr hoch und runter. Gut, dann gehe ich zur Tür, sie schaut mich verdutzt an. Und dann sage ich, dann reiche ich ihr die Hand hin, so nach dem Motto, kannst ruhig kommen, keine Sorge. Ich gehe nicht ohne dich. Und gehe mit ihr zur Treppe. Und dann stelle ich mich quasi vor ihr, weil sie hat nur noch kurze Beine. Gebe ihr alle beide Hände. Und dann, ich trage es nicht, ich gebe nur eine Hilfestellung, damit sie sich sicher fühlt beim Treppe runterlaufen und genauso beim Treppe hochlaufen. Hilfestellung bei Kindern ist das A und O. Daran solltet ihr eigentlich denken. Nicht zu viel Entscheidungen abnehmen, aber auch nicht so viel Entscheidungen geben. Sonst habt ihr wirklich ein Problem. Euer Kind wird nicht selbstständig. Es hängt euch ein Leben lang an der Backe, weil es nicht weiß, wie eine Waschmaschine funktioniert, wie ein Gasherd funktioniert, wie ein Elektroherd funktioniert, wie eine Heizung funktioniert zum Beispiel. Was es eventuell für Verträge gibt, zum Beispiel Mietvertrag, Handyvertrag, Stromvertrag und so weiter. Ich könnte diese Liste endlos lange führen, womit es dann selbst nicht klarkommt. Was es dann quasi in der Schule des Lebens neu lernen muss, weil ihr entweder zu streng wart und es versäumt habt, dem Kind beizubringen, oder einfach viel zu locker wart, weil ihr die modernen Eltern wart, und eurem Kind einfach alles abnehmen wolltet. Ihr schadet eurem Kind damit. Macht 50-50 und dann habt ihr eine gute Erziehung. Ein Geben und Nehmen. Ja? Das ist so meine Empfehlung im Bereich der Erziehung, wenn ihr ein gesundes, erzogenes Kind haben wollt und kein verzogenes Kind haben möchtet.